Geburtstag, auf die Premiere und auf die Studenten. Und auf Adlershof. Und auf Adlershof im Allgemeinen. Es gibt mir auch Gelegenheit, mein Buch mal in die Kamera zu halten. Jetzt zoomen. Neulich war ich mal wieder auf Reisen durch unsere kleine Republik, um Gedichte und Geschichten in die Köpfe der Menschen in verlassenen Regionen zu prügeln. Als ich, so wie es sich gehört, mal wieder richtig Bock auf Pizza bekam. Kaum hatte ich die Arena betreten, sprach mich eine mir unbekannte Frau an. Micha, sprach sie. Frau, sprach ich. Ich bin, sagte sie. Ich auch, sagte ich. Erkennst du mich denn nicht wieder, fragte sie. Wäre das denn gut oder schlecht, fragte ich. Du bist witzig, lachte sie. Ganz der Alte, verlängerte sie. Stimmt, sagte ich. Stimmt beides. Witzig bin ich und alt auch. Mit wem habe ich die Ehre? Na, Jenny. Ihr müsst nicht sofort ausrasten, ihr müsst sowieso nichts machen, was ich sage. Das ist immer nur so ein Tippen. Wenn ich sage, ihr sollt laut klatschen, dann sage ich das ja nicht, weil ich euch zum Affen machen möchte. Ich sage ja auch nicht, hüpft vom Magen. Es ist dadurch, werden die Leute auf der Bühne besser. Ne? Das ist so ein Win-Win-Ding. So. Das viele Kinder, ich sage dann auch mal, ich sage doch nicht, du sollst die Jacke anziehen, damit ich dich ärgere. Du stirbst sonst. Also du müsst jetzt nicht mehr klatschen, wenn jemand auf die Bühne kommt. Aber es wäre besser. Nein, ich möchte euch nur kurz beschreiben, was da passiert. Dann sage ich zum Beispiel, stellt euch vor, ihr freut euch ganz doll, was für ein Geräusch würdet ihr da machen? Bei mir wäre das zum Beispiel Uiuiui oder so. Und da zähle ich runter und alle machen das. Und letztens habe ich eine sehr spezifische Situation beschrieben. Da habe ich gesagt, stellt euch vor, ihr trefft euren ehemaligen Lebenspartner oder eure ehemalige Lebenspartnerin wieder und dieser Mensch hat einen neuen Mensch an seiner Seite und die stehen euch als geschlossene Einheit gegenüber und die sehen zufällig beide ziemlich scheiße aus und ihr seht zufällig ziemlich geil aus. Was würde man da so für ein Geräusch machen? Und dann habe ich so vorgeschlagen, sowas wie und dann habe ich runtergezählt auf null und dann saß ein junger Mann in der dritten Reihe, der hat mich angeguckt und der machte dann Folgendes. Ich habe mir in diesem Moment vorgestellt, wie dieses Gespräch laufen würde. Das habe ich zu einem besseren Mensch gemacht, mir das vorzustellen. Dass ich mich auch nicht entscheiden konnte, was ich jetzt vorlesen soll, lese ich die Geschichte vor, die davon handelt, dass ich eigentlich nie genau weiß, was ich will. Sie trägt den Titel, was ich eigentlich will, ich eigentlich was? Ich sage es nochmal. Was ich eigentlich will, ich eigentlich was? Was ich will und wo ich jetzt schon meinen ersten Job habe, will ich das? Dreimal die Woche früh aufstehen, dann 8 Stunden was Festgelegtes tun, mit Mittagspause für ein bisschen Sicherheit oder doch lieber immer schlafen, bitte, wie es mir gefällt. Freiheit steht mit Sicherheit auch im Privaten. Will ich das? Was will ich eigentlich? Hab jetzt ja 5 Jahre Beziehung. Will ich jetzt den Ring, das Haus, die Kinder oder will ich? Nee, will ich nicht. Was will ich denn? Was weiß denn ich denn, was ich will? Sicherheit? Nee, mit Sicherheit nicht Sicherheit. Aber was zum Kuckuck will ich so sehr, dass es sicher ist, dass ich es will? Nichts oder doch oder nee oder was oder klar? Doch eins, ja klar. Ich will ein Pferd, Digga. Ich will ein eigenes Pferd. Richtig lebendig und aus dem Zeug, auf dem die Pferde nun mal sind. Haut, Haare und Sauerbraten. Vielleicht Lasagne. Ein verdammtes Pferd. Gib mir ein Pferd. Oder zeig mir, wo sie wohnen. Dann fand ich mir selbst eins. Ich will ein Pferd. Und damit zur Arbeit reiten. Und dann binde ich es vor der Firma an. Und wenn ich zum Rauchen rausgehe und es regnet, dann stelle ich mich unter mein Pferd und bleib trocken. Ich will dieses Pferd. Nie wieder schwarz, also der S-Bahn, sondern reiten und niesen, weil ich eine scheiß Allergie gegen Pferde habe. Aber egal, es ist mein Pferd. Gib mir ein Pferd, Mann. Ein Pferdemann. Ein Held. Szenenwechsel, überall dröhnende Musik. Und zwischen heiseren, stets kreischenden Weibern, die immer am Feiern, aber nie wirklich frei waren. Und dummglotzenden Muskelprotzen, die protzen, motzen und rotzend neben Boxen kotzen. Dort rennt der kleine Hermes und fühlt sich wunderbar. Sucht einst nach Liebe
und fand MDMA. Und Zeus, der raste vor Wut. Sein Gesicht heißt die Blut, das kann doch nicht sein, würde er von der Brust, schwieg einen Moment und fasste dann den Entschluss. Wenn die Welt wirklich beschließt, ohne Liebe zu leben, dann soll es die Menschheit ab heute nicht mehr geben. Noch war still auf der Erde, ungestört war das Leben. Die Gewässer schlugen leichte Wellen, ganz plötzlich kam dann das Wehen. Gläser zerspringen, aus der Ferne hört man Sirenen erklingen und Engelschöre, die vom Untergang singen. Alle Gebäude wanken und fallen, Schreie, die im Chaos verhallen. Banker, die sich an ihre Koffer noch krallen, begleitet von lauten Schüssen und Knallen. Die Menschheit am Ende, es beginnt das Verderben, es rinnt mit Atomkraft schon wieder am Sterben. Und plötzlich beginnt sich der Himmel zu färben. Ein blutiges Rot überdeckt jetzt die Welt, die Menschen, sie gehen, alle suchen den Held am Himmel, die tausend Kometen. Erdkrusten reißen auf und Höllenwesen steigen heraus, ihre Schreie klingen wie Raunen. Sie alle, sie kommen. Sie fliegen herbei, um das Ende der Welt zu bestaunen. Doch, kurz bevor die Erde zerbricht und die Menschheit erlischt, erscheint Hera und taucht die Welt in einen Vorhang aus schützendem Licht. Ein wahres Wunder, wiederholte der Augenarzt. Meine Mutter und ich beugten uns gespannt nach vorne, um die frohe Botschaft entgegenzunehmen. Es war damals noch nicht sehr verbreitet, Kinder an der Leine herumzuführen oder sie an ihrem ersten Wutanfall medikamentös bis zur Pubertät ruhigzustellen. Aber so weit ging meine Freiheit doch nicht, als dass ich allein hätte zu einem Arzt gehen dürfen. Ich durfte freilaufen und ohne Begleitung den Schulweg antreten, der nur 400 Meter lang war. Und sehr oft spielte ich unbeaufsichtigt mit meinen Freunden draußen in der Natur, meistens Gameboy. Können Sie mal so ein bisschen konkreter werden? Fragte meine Mutter den drückt vor sich hingrinsenden Arzt. Ja, sagte der und breitete seine Arme in meine Richtung aus wie zu einem Segen. Ihr Sohn ist nicht mehr kurzsichtig. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich habe ihn geheilt. Nach einer kurzen Pause fügte er an. Allerdings schied er jetzt. Ich will Ihre gute Laune ja nicht allzu sehr verderben, sagte meine Mutter, aber er war noch nie kurzsichtig und hat schneller geschielt. Schauen Sie ihn sich doch mal an, da kann ich geradeaus gucken und rennt hier jede zweite Wand. Das ist aber ziemlich offensichtlich. Das steht aber nicht hier in meiner Akte, verteidigte er sich, dann ist das wohl nicht seine Akte. Aber ich habe doch schon, sagte er und wirkte plötzlich etwas nervös. Was haben Sie? Ach, egal, ärztliche Schweigepflicht. Gute Ausrede, dachte ich. Wenn ich mal Arzt werden sollte, werde ich das auch immer sagen. Und wenn ich mal Augenarzt oder Optiker werden sollte, werde ich die Schrift in meinen Zeitungsanzeigen extra verschwommen setzen. Das wird für mehr Kundschaft sorgen, dachte ich auch. Durch die Tür zum Wartezimmer hörte ich ein vielstimmiges Rumoren. Es sorgte wohl etwas für Aufsehen. Der Onkel Doktor griff zum Telefon und drückte die Kurzwahltaste für seinen Empfang. Schicken Sie sie wieder weg, nuschelte er in den Hörer. Aber Sie wollten doch gleich anfangen zu singen, hörte ich seine Sprechstundenhilfe durch die Tür. Oje, 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 sagte er und ließ den Hörer sinken. Was haben Sie angestellt? Fragte meine Mutter. Ärztliche Schweigepflicht. Klären wir erstmal die Fakten, sagte er und schlug die vorsichtig liegende Akte auf. Er las meinen Namen und mein Geburtsdatum vor, aber mir eine fremde Adresse. Da wohnen wir nicht, sagte meine Mutter. Das gibt's doch nicht, rief er aus. Ihr Junge hat einen Doppelgänger. Ich glaube, das nennt man nicht so, kommentierte ich. Du mal nicht so vorlaut, wer von uns beiden hat 13 Semester studiert? Einige Jahre später hätte ich antworten können, wir beide. Neulich stieß ich im Internet auf die Seite Fuck for Forest, Geschlechtsverkehr für den Regenwald. Dort wird erklärt, dass Pornos in der Lage sind, Menschen und Natur zu heilen und durch den Kauf gerade dieser Pornos bekäme man auch gleich noch ein gutes Karma. Da kann ich nur rufen, aufgepasst, Kameraden, hier soll man die Karma-Katze im Sack kaufen, denn die Faktfresse wollen erst 15 Dollar einkassieren, dann darf man sich das anschauen. Das ist nicht PC, also nicht Pornografik korrekt, denn auf jeder herkömmlichen Pornoseite kann man wenigstens einen Trailer sehen, bevor man was kauft, habe ich mir sagen lassen. Das ist Abzocke, und ob das Geld wirklich in den Regenwald fließt oder in eine holländische Karma-Hanfplantage, Huse Forest Fucknose. Aber vielleicht greife ich diese Idee demnächst auf und mache eine ähnliche Seite, mit der ich dann Geld verdiene, mit der ich dann die Welt rette. Wichsen für Wale. Die Statur hätte ich in ein paar fette Weiber, bis ich vor der Kamera dann selbst besorgen und schnell wunderbar, ich will mich doch nicht aufregen. Höchstens ein bisschen, schließlich gibt es noch genug andere schöne Dinge, meine Mutter zum Beispiel. Die Interpunktion übersehen. Nein, falsch betont. Meine Mutter zum Beispiel bekommt sehr oft gerne